Festzelte, Behörden, Großveranstaltungen. Hans Kunz ist seit vielen Jahren als Security tätig. Er weiß, worauf es ankommt. Was nicht rein darf, sind Glasflaschen, Dosen, solange sie zu sind. Okay. Wenn jetzt jemand eine Red Bull-Dose hat, wenn er die aufmacht, ist sie mir egal, dann ist sie weich. Okay, aber solange es zu ist? Ja, das ist ein Wurfschuss, von daher gesagt, nein. In dem Moment, wo ich sage, es geht los, geht los. Eine klare Kommunikation, Herz und Verstand sind wichtiger als Kampferfahrung. Und nicht alle Probleme kann man mit Muskeln lösen. Ich kann das schmeißen. Noch mal drängen. Jetzt ist aber Schluss. Ein bisschen fehlende Organisation von wegen, dass man ja, keine Grenze gibt. Ich soll hier Glasflaschen abnehmen, Alkohol abnehmen, wo tun wir das hin? Was ist Hans? Ganz gut, bitte komm. Dürfen die Leute mit Fehlwissen rein? Aber nein. Dürfen die nicht. Und haben, ja, sie haben auch sogar keinen Band. Nein, wir wollen doch auch nicht auf das Fest gehen. Wir wollen die Fähre nach Merseburg. Habt ihr einen Ticket für das Fest? Nicht nur die Sicherheit liegt in den Händen der Securities. Die Besucher sollen sich vor allem wohlfühlen. Alleine bringst du es doch gar nicht hin. Alleine bringe ich jetzt hin. Sollt ihr alle drei, soll ihr alle drei nachmachen? Eins reicht bitte. Eins drei. Ich hätte aber auch alle drei nachgemacht. Ja? Nein, eins reicht. Eins drei. Also, wünsche viel Spaß. Merci vielmals. Hab nur eine Jacke dabei. Alles gut, alles gut. Michael Kuschitzki ist der Inhaber des Sicherheitsunternehmens aus Fellbach. Heutzutage, muss ich sagen, ist es nicht mehr das groß, breit, kräftig, sondern mittlerweile lege ich ja unheimlichen Wert drauf auf die Kommunikation. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der 2 Meter groß ist, 1,50 Meter breit, der aber nichts redet, habe ich nichts davon. Dann stelle ich lieber jemanden hin, der hat nur seine 1,50, 1,60, ganz übertrieben gesagt natürlich jetzt, der aber wirklich gut reden kann, weil ich kann... Ich sag mal, 90% der Probleme auf Veranstaltungen löse ich tatsächlich im Dialog. Rund 200 Personen sind bei der Security-Firma beschäftigt, darunter auch Doge. Er ist Azubi als Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Ich beurteile nicht von Landsleuten her oder sonst was. Es gibt auch meine eigenen Landsleute. Ich habe mehr Probleme mit meinen eigenen Landsleuten als mit Deutschen, sage ich mal so. Es kommt auf die Menschen an, aber nicht auf die Landsleute. Obwohl der Job Unvoreingenommenheit und Diplomatie erfordert, gibt es Situationen, bei denen dann doch die Muckis gefragt sind. Und manchmal reicht sogar der gesunde Menschenverstand. Kommen Sie! Wir haben noch nicht gepisst, wir wollen erst. Ja, aber denkt ihr nicht, dass ihr noch jetzt Leute, ich bin gegen scheiß Pflanzen angepackt. Wie geht's doch? Ein bisschen Anstand, was wir reden. Es sind Kinder auch noch. Wie geht's doch mit dem? Ja. Ein bisschen Anstand muss schon da sein, oder? Mach schreit. Obwohl die Besucher einsichtig sind, muss Dosch reagieren. Nee, war jetzt nichts Großartiges, aber jetzt haben wir eine Streife für den Bereich organisiert, dass wir jetzt halt ein bisschen hier mehr bestreifen, wo die Leute hier an der Planke rumpinkeln, ja, wo sich hier kleine Kinder befinden. Jetzt dafür halt ein bisschen da. Weitsicht ist auch bei den Kollegen gefragt. Eine ältere Dame ist orientierungslos. Die Notrufnummer, ist das von der... Da ruft nur da mal kurz ein. Dankeschön, tschüss. So, sie schickt mir jetzt eine Nachricht durch mit der Adresse, wo ihre Abfahrt ist, und dann bringen wir sie dahin. Okay? Wollen Sie mich hinbringen? Natürlich machen wir das. Ganz Gentleman wird die Dame zu ihrem Reisebus gebracht. Hans und Dosch sind oft im komplett überlasteten Bürgerbüro in Stuttgart eingesetzt. Täglich warten hier ungefähr 300 Menschen. Aber die beiden dürfen nur ca. 20 Notfalltermine vergeben. Also in der Schlange sehe ich das nicht als viel Arbeit, sondern ich habe zu tun, habe Arbeit draußen. Ja. Gewisse Leute rennen halt vom Stress weg, suchen die Ruhe am Platz. Ich bin eher einer, der sich in die Mitte stellt und sagt, ich bin hier, ich möchte arbeiten. Arbeiten wollen auch die Menschen in der Schlange, doch sie bekommen keine Bescheinigungen, weil das Amt den Andrang nicht bewältigen kann. Frühestens am Freitag. Ich kann nicht mehr verlassen meine Arbeit. Ja. Aber da kann ich hier vor Ort auch nichts machen. Wie gesagt, ich habe nur eine Notfallschlange.
ich arbeite, ich kann nicht jeden Tag hier kommen. Ja, aber was das angeht, kann ich Ihnen hier nicht mal einen Rat geben. Ihr müsst auch mal noch warten. Sorry, das dauert nur bis Freitag. Ich weiß, nur habe ich für heute leider keine Notfallnummer mehr. Ich muss warten, ob ich noch mal welche bekomme. Okay, dann nur hier warten, oder? Genau das Gleiche. Die ersten Kandidaten haben wir schon um 3, 4 schon da. Die sich schon vor die Tür stellen, einen Campingstuhl oder einen Binder mit den Schlafanzügen hier und warten drauf, bis es sich aufmacht. Wir sind dafür da, um den Leuten zu helfen. Da, wo ich helfen kann, helfe ich. Wir müssen jetzt draußen quasi erstmal sondieren, wer welches Anliegen hat. Mhm. Und dann gibt es Anliegen, wo wir behandeln können. Also wenn der Aufenthaltstitel abläuft in den nächsten 7 Tagen, die können wir hochschicken. Aber es werden sehr viele draußen stehen, wo jetzt einen Job anfangen. Die hier die Zustimmung brauchen, die müssen wir leider heimschicken. Die braucht also bis Ende des Tages eine Bescheinigung von euch, Affektions zum Beispiel. Ansonsten kann sie leider nicht mehr arbeiten. Ja. Also das ist der Problem, das ist der große, große Problem. Mein Problem ist, ich könnte sie als Notfall hochschicken, ich habe aber tatsächlich keine Nummern mehr. Also wir können bisher, also... Würde euch nichts bringen, selbst wenn ich noch mal 10 oder 20 Nummern kriege, das wäre das Doppelte von heute Morgen. Aha. Keine Chance. Das sind zu viele Leute heute. Ja, aber wir können also ohne nicht, also... Glaube ich euch. Mittwoch kann ich euch wieder helfen, heute leider nicht mehr. Ja, aber mündlich kann ich es nicht akzeptieren, also wenn... Was also, Sie nicht akzeptieren können und was nicht, das ist leider Gottes, liegt das nicht in meiner Hand. Also wenn Sie hier am Mittwoch nicht, dann... Es liegt nicht in meiner Hand und das, der Kommentar kann ich nicht akzeptieren, das ist für mich auch nicht relevant. Für Mittwoch. Für Mittwoch? Ja, heute ist, was das angeht, vorbei. Die Securities müssen bei jedem Auftrag so handeln, wie es der Auftraggeber vorschreibt. Und das passt nicht jedem und sorgt für Zündstoff. Ein besonders kritischer Einsatzort ist die Innenstadt in Stuttgart. Manchmal werden hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst zu Opfern. Da hast du 6 von uns hier auf dem kleinen Schlossplatz stehen, mitten in Stuttgart. Und dann hast du eine Gruppe von 20 Leuten, die sich beweisen müssen. Und automatisch sind diejenigen, die hier quasi was zu sagen haben und die, die in eine Situation eingreifen müssen, eine Trophäe. Heißt im Endeffekt, ganz blöd auf Deutsch übersetzt, wenn ich ein Security kaputt gehauen habe, dann bin ich der King in meiner Gruppe. Dank Regen bleibt es heute ruhig. Wenn man am Ende sagt, man kommt wohlgeborgen nach Hause, ist das 10-mal besser, als wenn ich nachher erzähle, wir hatten, keine Ahnung, 5 Schlägerei, 20 Festnahmen. Lieber heil nach Hause kommen als was anderes. Feucht und fröhlich geht es im Festzelt zu. Gerade deshalb kann sich die Stimmung hier von einer auf die andere Minute ändern. Entschuldigung. Sie dürfen jetzt nicht mehr rein. Ja, ich habe 3 Bier gezahlt, bitte. Sie dürfen jetzt nicht mehr rein. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Dann gehen Sie bitte einmal runter. Das geht nicht. Entschuldigung, ich habe mit der Kellner bezahlt, okay? Nicht. Entschuldigung. Nicht anfassen. Ja, Entschuldigung. Nicht anfassen, bitte. Einfach nach Hause gehen, das ist vorbei jetzt. Aber vorbei ist der Abend noch lange nicht. Seit 12 Uhr mittags sind die Securities schon auf den Beinen. Ich habe gerade aufgetaucht. Ja, okay. Der wollte wieder rein. Der wollte wieder rein. Wir waren wieder rein, Jungs. So. Eins wieder frei. Arbeiten, wenn die anderen feiern, das muss man mögen. Basen allgemein mache ich schon 6, 7 Jahre. Ich habe schon alle Positionen schon besetzt. Macht mir ziemlich sehr viel Spaß. Mein Wunsch ist, dass die Leute sich wohlfühlen in diesem Zelt. Und für das bin ich auch zuständig. Die Gäste feiern. Bestimmte Regeln sind aber dennoch einzuhalten. Der Ordnungsdienst ist berechtigt, im Namen des Zeltbetreibers das Hausrecht durchzusetzen. Er soll bitte vom Tisch runtergehen. Macht er langsam, aber nicht auf die Tische, okay? An der Zeltbar versucht ein Gast, die Zeche zu prellen. 10 Euro. Und dann müssen Sie leider raus. Es wird nicht der letzte Vorfall bleiben an diesem Abend.
Ohne Bendel sollte er nicht mehr ins Zelt kommen. Komm, bitte lass mich rein, weil ich muss mein bester Freund. Leider geht's. Bitte lass mich rein. Also, schönen Abend noch, gell? Tschüss. Alkoholpegel geht jetzt langsam hoch und die Leute, so wie man das sieht, werden auch rausgebracht, weil die entweder schlafen oder andere Leute belästigen oder auf dem Tische tanzen mehrmals, dass man sagt, runtergehen bitte, und die stehen immer wieder aus Frost, deswegen fliegen die auch die ganze Zeit raus. Wieder wird Nico mit seinem Kollegen Salva gerufen. Sag mir bitte, wer das ist. Ein alter Bekannter. Wer war das? Vorsicht! Kollege, einmal bitte mitkommen. Einmal bitte mitkommen. Hören Sie mal. Hören Sie mal. Warten Sie kurz. Das ist jetzt letzte Verwarnung. Noch einmal, dass Sie hier reinkommen, dann kriegen Sie eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Da muss ich die Polizei anrufen und dann eine Anzeige erstatten. Ist es in Ordnung? Ja. Super, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie bitte mit. Halam, dann schau schon bitte einmal nach vorne. Zwischen dem Ordnungsdienst und den öffentlichen Behörden besteht ein gutes Miteinander. So vergeht der Abend ohne gefährliche Zwischenfälle. Der Festbetrieb ist für diesen Abend beendet. Wir haben einen Einlassstopp. Entschuldigung, können Sie bitte Richtung Ausgang weiterlaufen? Das können Sie auch draußen machen, bitte. Wir haben zu. Toilette ist zu. Die meisten akzeptieren die Regeln. Ausnahmen gibt es aber immer. Einmal bitte weiterlaufen. Ja, aber Entschuldigung, habe ich schon bezahlt, hä? Das bleibt hier. Sie dürfen keine Gläser rausbringen. Ja, und was soll ich jetzt machen? Hab ich schon bezahlt. Sie stehen hier seit halbe Stunde. Nein, 10 Minuten. Einmal bitte weiterlaufen. 50 Euro habe ich bezahlt, bitte. Einmal bitte weiterlaufen. Ja, aber 50 Euro habe ich bezahlt. Komm, dafür. Einmal bitte weiterlaufen. Sie würden nicht... Marco, die Goldmado. Während die Gäste das Zelt verlassen, wird rekordverdächtig aufgestuhlt. Wie sieht's auf die andere Seite aus? Die von den Notausgängen alle raus, bitte. Ich drehe noch was. Ist alles fertig. Man sieht sich immer zweimal, so scheint es diesen Abend. Entschuldigung. Sie dürfen jetzt nicht mehr rein. Ja, ich habe 3 Bier gezahlt, bitte. Sie dürfen jetzt nicht mehr rein. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Dann gehen Sie bitte einmal runter. Gesagt. Wir haben Feierabend. 50 Euro gezahlt. Wir können nichts machen. Aber ich habe 50 Euro wir gezahlt. Wir haben Feierabend. Ja, und? Das geht nicht. Entschuldigung, ich habe mit der Kellner bezahlt, okay? Nicht. Ich habe nicht anfassen. Ja, Entschuldigung. Nicht anfassen, bitte. Entschuldigung. Also, ich habe mit der Kellner geredet. Dann gehen Sie bitte einmal runter. Du machst ja 3 Bier. Einfach nach Hause gehen, das ist vorbei jetzt. Wir machen Feierabend. So. Geht rein. Der kommt gleich. Rein. Rein. Lass. Weil die Mitarbeiter entsprechend geschult sind, wissen sie, wie sie mit solchen Situationen umgehen müssen und können Konflikte friedlich auflösen. Sind wir alle? Heute habt ihr einen geilen Job gemacht. Streife war da. Eingänge. Gut gearbeitet. Streifen gut. Notausgänge waren gut. Habt ihr auch richtig aufgepasst. Hiermit sage ich nochmal Dankeschön. Und Feierabend ist 23.30 Uhr. Feierabend für heute. Morgen geht es wieder weiter. Ordnungsdienst im Bürgerbüro oder auch wieder Wasen. Im Security-Dienst kann man es sich nicht immer aussuchen.